Hallo, liebe Survival-Freunde, da sind wir wieder zu einer neuen Folge Subsistence mit der LP-Schmiede und dem Mr. Chaos. Freunde, ich kann schon wieder den Tiger hier nicht. Oh, nee. Du musst doch den Tiger machen. Ja, ich kann ihn wieder nicht schlachten. Oh, das ist doch wieder dämlich. Bist du noch unterwegs, oder was? Ja, ich bin hier bei Tiger. Hä, ich kriege das Schlachtzeichen nicht, ey. Das gibt's doch nicht. Ich kann ihn sehen, aber. Oh, nee, ey. Das ist doch. Was ist denn das schon wieder hier, ey? Ich bin hier bei dem Tiger da hinten, bei dem großen See, weißt du? Nee. Bei dem Wasserfall. Das ist ja das neue Gebiet, ne, oder was? Ja, Freunde, ihr seht's selbst. Boah, das ist doch nicht wahr, ey. Was ist denn das für ein Mist, ey? Ja, wenn man einmal weg ist hier, ne? Ihr seht selbst, wie kaputt hier alles ist. Das Feuer war Millimeter. Noch und dann wär's ausgegangen, ne? Und hier, die Beete sind alle kaputt wieder, Boah, ich kann den Tiger wieder nicht schlachten, ey. Das ist doch echt... Das ist doch echt alles Quatschkram hier, ey. Nein, das kann doch nicht sein, dass du den Tiger nicht lachen kannst. Oh. Oh, das ist doch echt hier. Das ist doch nicht normal, ey. Von oben kann ich ihn sehen und springe ich runter, ist er weg. Was ist das denn für ein Quatschkram, ey? Und jetzt kann ich ihn sehen und ich finde das Schlagzeichen nicht, ey. Wie? Oh Mann, ey. Ja, Freunde, ihr seht's selbst. Musst du nochmal ein- und auslocken, der Weg, oder was ist das da einfach? Nee, jetzt hab ich's hingekriegt. Oh, doch Gott sei Dank. Ja, Freunde, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn du einen Tiger kaputt machst und dann nicht lachen kannst. Das ist der Schwachsinn, ne? Oh, Leute, wir haben Level 10 Huhn, was ist hier denn los? Das ist ein Level 8er und da hinten ist ein Level 6er, alles klar. Haben wir Mitspieler? Ne, die pennen noch alle. Oh, oder haben keine Lust, oder? Sind anderweitig beschäftigt. So, das hat doch schon mal gut funktioniert. Jetzt muss ich zu dem nächsten Tiger. Ja, Freunde, ihr seht es selbst. Der ist gut, der ist gut. Hier muss noch... Ha, ich habe eine Premium-Kiste gefunden. Oh mein Gott. Ah, toll. Und ich habe alles Zeug voll, ey. Das ist natürlich auch jetzt so eine Sache, ey. Klasse. Ja. Dann muss ich die wichtigsten Sachen mitnehmen und die Sachen, die man nicht braucht, weglassen. Oh nein. Freunde, Vaskan hat nur 4 Satzschüsseln und eine Windmühle. Wir haben 2 Windmühlen und 7 ganze Solaranlagen. Gut, ne? Gut, das kann ich rausschmeißen. So, dann gehen wir auch mal wieder los. Achso, Fleisch brauchen noch. Essen wir das mal. Geht das schon nach oben hier, wa, Leute? Halbieren. Das nehme ich mal mit. So, essenstechnisch. Was, ne? Weil der echt immer schnell wieder Hunger kriegt, der Typ. Das ist nicht normal, ey.
Leute, ein neues Hühnchen brauchen wir. Aber richtig gelohnt hat sich die Kiste auch wieder nicht. Oh, nö. Mach keinen Schal. Drei Glasplatten, ein paar Mal Klebstoff, ein paar Mal Tauwerk. So ein Kram, also. Und dreimal Heilkräutersamen. Also wirklich so richtig gelohnt hat sich's auf jeden Fall nicht, Freunde. Ja, Freunde, ihr hört selbst, die Möwe macht mich am frühen Morgen schon wieder traurig. Da hilft nur eins, er braucht einen Schlag am Hals hier mit der Axt, seht ihr das? Er ist auch immer produktiver, ne? Das ist so ein kleiner Schlafbär, der nickt immer weg. Man muss ihm immer so ein bisschen Nackenschläge geben, dann ist er immer ganz, ne? Ich helfe dir gleich mal, Freunde. Ganz schön frech wieder am frühen Morgen hier. Soll ich dich unterstützen? Bist du bei Tiger 3 oder wo bist du ungefähr? Ich bin jetzt bei Tiger 5, glaube ich, ja. Oh, Tiger 5, Alter. Die neuen Tiger habe ich nicht im Kopf. Ich weiß nicht, wo du bist. Kannst du dir das merken, oder was? Nee, kannst du auch nicht. Du schnackst einfach nur. Die Möwe haut nur einen raus. Ich bin bei Tiger Nummer 8. Ja, ich weiß selber gar nicht, wo er ist, du Lämmel. Natürlich weiß ich das. Nie nicht. Aber das war ja eigentlich so eine Reihe, ne? Nach Tiger 3 einfach geradeaus so irgendwie, ne? Oder so also am Rand lang irgendwie, ne? Oder wie so am Zaun lang da oder was da. Ja, Freunde, ich komme jetzt. Meine Taschen sind nämlich noch leer, dann könnt ihr ein bisschen Zeug abnehmen. Nehme ich dir die Waffenteile ab und dann kannst du weiter mal hoch. Bam, 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 bam. Ich muss mich mal hinsetzen, ich fahre mal den Tisch runter, nicht, dass es die Möwe sieht. Nein, oh. Oh. Mach keinen Scheiß. Oh, ich bin runtergefallen von der Plattform. Das kennen wir ja schon, ne, Freunde? Ja, jetzt aber los, lauf, Was ist denn das hier, Mikrofon? Mal hier. Ein bisschen hier nochmal eben vernünftige Symptome. So. Ja, schade, dass die anderen noch heute keine Zeit haben, ne? Zum Mitspielen. Haben wir ganz unsere Ruhe, aber gut, dann haben wir auch mega Fortschritt jetzt schon, ne? Zweimal Eisen, gut so. Ja, jetzt mach dich nicht tot, du hast die Taschen voll, ne? Denk dran. Ja, alles gut. Ich werde es überleben. Sonst komme ich da nämlich ganz schnell hin. Und denk dran, du musst auch ein bisschen was zu dir nehmen an Nahrung. Ja, alles wird gut. Ja, du bist alles ja, wird bist gut. Ja auch nicht mehr der Jüngste, ne? Was für eine Unverfrorenheit schon wieder. Leute, ich will auch noch eine Premium-Kiste haben. Ich bin gerade im alten Land. Oh, jetzt habe ich wieder einen dämlichen Wolf hier hinter mir. Ist doch nicht wahr, ey. Das ist besser als ein dämlicher Bär. Oh, das noch, ey. Das sind zwei Tiger direkt hintereinander. Unmittelbar hintereinander, ey. Warte, aber hart, ey. Ich komme schon. Jetzt muss ich aber auch echt erstmal ein bisschen hier kurz in Sicherheit gehen, ey. Toll. Jetzt ist der Wolf genau da, wo ich ihn nicht haben wollte. Freunde. Möwe, ich komm schon. Ich weiß bloß nicht wo. Leute, ihr seht selbst. Richtung Süden war das neue Land. Naja, das ist aber da. Ich laufe die Richtung. Also, Leute, ne? Ihr seht selbst. In den Kommentaren wurde ja geschrieben, ich soll Richtung Süden das neue Land gucken. Das haben wir auch schon gemacht, aber dadurch weiß ich jetzt nochmal, welche Richtung das war. Oder was sagst du dazu? Yeah. Oh, so, den habe ich schon mal gekillt. Sehr gut. Hast du super gemacht. Ja, den ollen Wolf, weißt du? Ging mir ja ein bisschen auf den Nerven, ne? Hm. Ich bring dir Nachschub, Essen und so. Sehr gut. Ups, weiter Richtung Süden. Die Möwe muss ja irgendwo da hinten sein, war Leute, oder? Hm. Bist du am großen See vielleicht? Ja, da in der Nähe. Da sind zwei Tiger sogar nebeneinander. Heftig. Yeah.
Richtung Süden, Süden, Süden. Immer schöne Kisten hier. Er wird bewacht vom Bär. Premium, Premium, wo sind sie? Premium. Ich will auch ein bisschen das Haus mal weiter bauen, ne? Leute. So ein Burggraben rumziehen oder sowas. Ja, das müssen wir demnächst auf jeden Fall mal machen, ja. Das sehe ich genauso. So eine Hubschrauber-Landeplattform. Außerdem haben wir noch nichts Rundes gebaut. Wir sind einfach nur ein viereckiger Block, weißt du, wie ich meine? Yeah. Ein bisschen unspektakulär, Leute. Man kann auch Subsistence viel mehr machen, als das, was wir da jetzt gezeigt haben. Aber naja, kostet halt Zeit, ne? Und ab und zu auch ein paar Ressourcen. Oh, nur ein paar. Yeah. So. Einmal trinken, wieder voll machen. So, gut. Das hier, das hier. Aber echt weit weg hier. Jetzt sehe ich gerade einen Wasserfall. Bist du hier irgendwo? Da links ist der große See. Okay, jetzt weiß ich, wo ich bin. Freunde, ihr seht selbst da unten an der Möwe-Cam, wie konzentriert er bei der Arbeit ist. Okay, dann laufe ich jetzt den Wasser. Ja, das sieht geil aus. Der Löwe liegt genau auf der Plattform, ey. Der ist mir hinterhergekommen, ey. Den bist du am Fluss vielleicht, der da so lang schlängelt, oder? Ja. Okay, dann laufe ich den Fluss entlang hoch. Und dann weiter links, da ist noch so ein kleiner Fluss. Normalerweise müsste der Zaun doch jetzt hier irgendwo kommen, Freund, oder nicht? Aber es kommt kein Zaun, es kommt ein Bär. Was ist denn jetzt hier? Muss da irgendwo hier sein, die olle Klappermühle da. So, okay. Das ist da der große See, aber ich war doch gerade immer am großen See, oder nicht? Ich bin jetzt beim kleineren See, der zum großen See hinführt. Oh Gott, der Bär. Ja? Ich sehe überall Bären nur hier. Nicht mal Tiger. Ja, komm hoch, boah. Siehst du mich denn irgendwo? Nee, jetzt gerade im Augenblick, nee. Im Augenblick nicht, Mann. Ich laufe halt den See hoch, weißt du, diesen Fluss, der zum großen See führt. Ja, da laufe ich gerade so hoch. Hier müssen auch irgendwo unsere Feuer sein, ne? Hier sind wir, glaube ich, schon mal gestorben in der Region hier. Ja, und dann müsstest du irgendwo auf zwei Tische kommen und du musst auf der anderen Seite lang gehen. Da sind noch zwei Tische. Zwei Tische. Sind die Tische reich gedeckt mit Tigern? Ja, ich habe sie gefunden. Ich sehe dich. Hinter dir bin ich. Was brauchst du? Fleisch oder Obst oder was? Wasser? Nö, momentan gar nichts. Pfeile, alles, hast du alles? Pfeile könnte ich noch ein paar gebrauchen, ja. Soll ich dir was abnehmen oder so? Ja. Pfeile. Ich bin der Nachschubtransporteur. Ja, du kannst hier das Fett nehmen. Und Klebstoff kannst du nehmen. Und was kannst du noch nehmen? Hier, Eisenerz.
Also eine Ente brauchst du nicht, ne? Ich hab noch eine Entenkeule, eine gebratene. Ja, jo, kannst du mir geben, kannst du mir die. Danke. Hast du wahrscheinlich Riegel dann, ne? Oder Eier, was frisst du immer? Ja, Riegel hatte ich noch ein paar. Okay. Und die Tiere hast du jetzt schon gekillt hier, oder? Ja, die habe ich gekillt. 14 Seen habe ich schon. Schön. Und hier müsste eigentlich gleich der zweite Trigger, den habe ich eben noch gesehen. Der müsste hier irgendwo rumlaufen. Ja, dann lass uns den also doch eben wegknallen hier, doch, den Hund. Ja. Oh, das ist ein Huhn. Hühnchen. Also Vorsicht, der muss hier jetzt gleich irgendwo sein. Ich sehe keinen. Ist der hochgelaufen? Also eben war er hier noch. Oh, da hinten ist er. Ich sehe ihn. Den Berg hoch. Rechts von dir. Da musst du hoch. Da ist er. Wollen wir eben Tisch bauen oder was? Ja, warte, ich mache eben Tisch. Ich habe sogar dafür. Plattform. Weil dann haben wir das gleich so ein bisschen markiert, weißt du? Ja, wir brauchen ja zwei. Wieso denn zwei? Einer reicht da. Oh nein, jetzt hat er mich gesehen. Ich baue auch gerade einen Tisch. Okay. Krass, ey, das sieht ja hier auch krass aus. Ey. Scheiße, Mann. Hier hinten, so weit waren wir auch noch nicht drin. Wo bist du denn? Scheiße, viel jagt mich auch noch, Alter. Ey. Ich habe gerade einen Tisch gebaut. Wo bist du denn? War hier unten. War eigentlich war der nicht weit weg von dem anderen Tisch, ne? Ja, komm her, ich habe einen Tisch gebaut. Wo bist du denn? Bei dem Tiger. Ja, bist du hier rechts hochgelaufen im Berg oder was? Ja. Ich hab einen Tisch gebaut. Oh, der greift den Tisch an. Warum das denn? Ich bin gar nicht da. Na komm, bau doch endlich zu. Was dauert das so lange? 5. Wo bist du denn? Ich seh dich nicht. Er greift mich an, Mann. Komm, wo bist du denn, Alter? Ich weiß gar nicht, wo du bist. Ach, da. Na toll, ich hab auch einen Tisch gebaut. Na toll, ich kann da jetzt sehr schlecht raufspringen. Dann beißt er mich ja. Quatsch, der ist auf mich fixiert. Oh nein, der hat den Tisch zermalmt, Alter. Pass auf. Jetzt gib ihm noch einen Schuss. Jawohl. Hab ich gemacht. Uiuiuiui. Kann ich wieder nicht schlachten. Soll ich oder was? Ja, mach den mal. Hier ist wieder so komisch hier. Ja, perfekt, ey. Oh, meine Taschen sind voll. Ja, was ist denn da rausgeflogen? Ich weiß nicht, 4 Kisten, Alter. Was ist hier rausgeflogen? Ich glaube, die Seen musst du mal... Kannst du die noch nehmen? Jo. Alter, ich bin gerade angekommen. Schon Taschen voll. Das gibt's ja gar nicht. Ich hab dir ja so viel gegeben. Ach so, dann lass du mal langsam zurück, oder was? Yeah. Ist hier noch irgendwo ein Tiger? Irgendwas höre ich. Ernsthaft? Dann wären ja 3 Tiger nebeneinander direkt, Alter. Das wäre heftig. Wir müssen über den Eisberg rüber. Guck mal, der Punkt ist dahinter. Du musst deine Jacke anziehen. Du frierst doch voll. Nee, noch geht das. Noch ist 3 Grad. Okay. Ja, weil du hast dann auch Schutz und so, weißt du. Gut, da haben wir einen Tisch. Überall, wo ein Tisch steht, sind irgendwo Tiger in der Nähe. Da kann man das dann immer dran erkennen. Ja, warte mal. Ich baue hier nochmal schnell den zweiten Tisch, den ich gebaut habe, dazu. Okay. Und ihr seht selbst, die Welt von Subsistence, kann wunderschön sein ohne Tiere. Oh, ist schon ein bisschen verzogen, aber egal. Ja, da kommen wir gar nicht hoch dann, ne? Tatsächlich. Das sieht niedlich aus, wie er da springt. Guckt mal, Freunde. Es wird nämlich langsam wieder dunkel. Das hat sich aber wieder gelohnt, ey. Wieder 10. Ich hab Blutung. Wieso hab ich denn eine Blutung, was? Alter? Da bist du bestimmt runtergesprungen da gerade, ne? Ja, aber das war doch nicht hoch, oder? Hä? Ja, das reicht manchmal schon. Blutung gekriegt, Leute, habt ihr das gesehen? Also sowas bekloppt ist. Hast du viel Tiger sehen und so, ne? Ja, 18 Stück. Ist doch wunderbar, Freunde.
Brauchen wir jetzt nämlich noch ein Hühnchen, ein lebendes für zu Hause. Vielleicht finden wir ja noch irgendwas vor der Butze. Wo ist denn die überhaupt? Da hinten links? Wie sind wir denn? Ich so, und ich hatte dir auch einige Metalle gegeben. Also Metalle sind jetzt langsam echt, das wird langsam, ne? Wollen wir hoffen. Wir brauchen schließlich ab und zu immer Dietriche, ne? Ja, Freunde, so ist es. Die Welt von Subsistent ist grausam, kalt und gemein. Also, aber so soll es anscheinend sein. Nein. Da unten ist wieder ein Tisch. Da muss auch ein Tier sein, Leute. Ja, den hatte ich ja alleine gekillt. Ja, hast du gut gemacht, Leute. Er will schon wieder gelobt werden. Ja, hier aber irgendwie höre ich die ganze Zeit immer noch einen Tiger. Wieso hörst du denn die ganze Zeit einen Tiger? Ja, keine Ahnung. Aber egal, wir müssen jetzt erstmal zurück. Es nützt alles nix. Oh, jetzt höre ich einen Wolf. Gleich? Ja. Irgendwas essen, sonst falle ich auseinander. Ja, Tiger 1 haben wir noch nicht, ne? Ja, das ist ja egal, jetzt erstmal. Oh, den lassen wir mal in Ruhe, den Tiger 1, ne? Ja, den lassen wir nochmal wachsen und gedeihen. Jetzt bin ich gerade bei Grüne Bar. Das hat sich ja gelohnt, wa? Wie viel haben wir jetzt geschlachtet? 4, 5 Tiger oder was? Ja, ich glaub 5, ne? Das ist schon eine Menge, Freunde. Ihr seht's selbst. Ah, einen hast du geschlachtet und 4 Stück habe ich geschlachtet. Das ist schon gut. Ich habe also eine Tour mit ihnen gekämpft und gerangelt und du hast dann den Loot bekommen. Ja, ist klar. Okay, jetzt sollten wir aber keine Premium-Kiste finden, Leute, weil wir haben die Taschen voll. Das ist ein bisschen dämlich dann. Ja, das hatte ich ja eben auch schon. Ich musste auch Sachen, die unwichtig waren. Ich habe sogar Fleisch rausgeschmissen, weil sonst konnte ich die guten Sachen nicht mitnehmen, so wie Erze und sowas. Das stimmt. Da muss man lernen, Prioritäten setzen, ne? Und das Fleisch brauchen wir dann als letzteres, weißt du? Ja. Aber Fett ist wichtig, das musst du mal nehmen. Ja, hab ich dir ja gegeben. Fleisch waren auch nur 3. Ja. Das, fettmäßig hat sich das nicht so gelohnt, die Tiger, aber da sind eher so Bären und gut und hier Elch und die Rehe. Die haben dann doch schon manchmal ein bisschen mehr Fett. Ach, ist das echt so von 5 Tigern das bisschen Fett da? Wow. Ja. Das lohnt sich überhaupt nicht. Da ist ein Bär dann schon ein bisschen besser, ne? Ja. Ist ganz schön dunkel jetzt schon wieder. Erst auf einmal, oh nein. Ja, das geht schon wieder los hier, ey. Ich höre auch die Wölfe knurren und so, und aber sehe die nicht. Bären. Ja, und jetzt kann man hier im Dunkeln wieder nicht sehen, wo hier ein Abhang ist. Das ist auch wieder gefährlich. Ja. Hast ja gesehen, wie schnell ich die Blutung bekommen habe, ne? Hier ist ein Tisch, wieso ist hier ein Tisch? Ist hier ein Tiger oder was? Ich bin bei Tiger 2, glaube ich, gerade, ne? Kann das sein, Freunde? Oh Gott. Kann sein, ich bin anders gelaufen, glaube ich. Jetzt habe ich mir einen Wolf gelaufen. So, ich muss jetzt erstmal hier das Licht ausmachen. Ja. Du bist ja voll hell da, ne? Voll geblendet wirst du da hinten. Seht ihr das, Freunde? Da. Ach. So, das sieht doch viel besser aus, Freunde. Ich kann gar nichts sehen. Ich kann gerade so ein paar Schatten von den Bäumen sehen, ey. Ja, du warst schon immer ein bisschen blind auf Ohren, ne? Ja, willst du Tschüss sagen, oder was? Ja, Freunde, das war's. Schon wieder mit der nächsten Folge Subsistence. In dieser Folge war ich ganz schön ruhig, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Ja. In der letzten Folge habe ich mich ein bisschen aufgeregt. Aber so ist es manchmal. Das bin nun mal ich. Regt sich immer wegen nichts auf, die Leute hier, ey. Naja, was heißt aufgeregt? Ich habe die Leute nur ein bisschen informiert. So, Freunde, das war's dann mit der nächsten Folge. Wir freuen uns auf die nächsten Folge, wenn es da wieder heißt, Survival am See und im Schnee. Yeah. So, bis dahin. Ciao, bye, bye.